Hallo, Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Oh, bitte. Nur noch eine Chance. Also gut, dann geben wir dir eine letzte Chance. Also komm morgen wieder. Wirklich? Dankeschön. Aber pass auf, dass du morgen nicht zu spät kommst. Ja, natürlich. Der nächste Tag. Okay, diesmal werde ich keinen Fehler machen. Ha? Oh, was ist los? Er ist liegen geblieben. Ich muss ihm helfen. Oh, aber dann verspäte ich mich. Aber ich kann ihn nicht so zurücklassen. Oh nein! Was ist los? Mein Motor geht immer wieder aus. Wirklich? Ich helfe dir. Wirklich? Danke. Die beste Mechanikerin. Hannah kümmert sich wie immer um kaputte Autos. Du bist fertig, Nuri. Danke, Hannah. Auf Wiedersehen. Ich bekomme langsam Hunger. Das stimmt. Ich habe ein paar Donuts. Mal sehen. Hannah! Oh, Ich muss jetzt zur Arbeit, aber einer meiner Griffe wurde abgerissen. Und ich glaube, mein Reifen ist zu alt. Kannst du ihn austauschen? Okay, ich sehe es mir mal an. Also, ich fange mit dem Griff an. Oh! Hallo? Es gab einen Unfall. Oh. Können Sie schnell kommen? Oh je, ich komme gleich. Was ist los? Es gab einen Unfall. Ich muss jetzt gehen. Was? Was wird aus mir? Ich repariere erstmal den Griff. Wir können den Reifen dann später wechseln, okay? Okay, auf geht's, Hart. Okay. Aber ich brauche auch einen neuen Reifen. Heute ist so viel los. Ich weiß. Oh je, ich bin so hungrig. Zum Glück habe ich einen Donut für solche Situationen eingepackt. Autsch! Hä? Ist das nicht ein Haltegriff für einen Bus? Stopp! Hallo! Hallo! Was? 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 Das ist ein Donut. Warum hängt der hier? Was? Tayo kommt nach der Arbeit zurück zum Depot. Ich bin wieder da! Tayo, was ist los? Ist etwas passiert? Stelle dir mal vor, Hannah hat anstatt eines Haltegriffs einen Donut eingebaut. Was? Hannah, sie ist immer noch so ungeschickt. Ist so etwas schon mal passiert? Ja, sie war schon so, als ich sie kennenlernte. Wirklich? Wie war sie damals? Ich bin neugierig. Ich erzähl's euch. Es war, als ich gerade vom alten Depot in das neue umgezogen bin. Wow, das ist toll. Und, gefällt dir dieses neue Depot? Natürlich. Aber ausgerechnet diese Werkstatt gefällt mir am besten. Ja, du wolltest schon immer eine Werkstatt haben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mechaniker. Ja, ich werde den besten Mechaniker finden, der perfekt zu diesem Busdepot passt. Viele Leute kamen zum Depot, als ich die Nachricht verbreitete, dass wir einen Mechaniker suchten. Wow. Oh, er sieht sehr stark aus. Ja, wirklich. Ich kann sehen, dass du stark bist. Kannst du jetzt den kaputten Bus reparieren? Natürlich. Jetzt kann ich meine Fähigkeiten zeigen. Autsch, das tut weh. Übertreib nicht. Was? Okay, fertig. Sei doch keine Heulsuse. Die erste Person war sehr stark, aber er war sehr grob zu den Autos. Du musst oft husten, oder? Ja. Und deine Reifen scheinen etwas steif zu sein. Ja. Du warst in letzter Zeit am Strand. Das stimmt allerdings. Woher weißt du das denn? Das sehe ich dir an. Wow, er ist wirklich gut. Alles klar, schauen wir mal. Was machst du denn? Jetzt bin ich ja ganz dreckig. Es tut mir leid. Ich hasse Dreck. Der zweite war geschickt, aber er war nicht besonders nett.
Oh. Ich repariere dich. Du siehst schlimmer aus als ich. Aber keiner von ihnen war gut genug, um der Mechaniker der Werkstatt zu werden. Aber das ist die falsche Größe. Was? Wir sollten langsam Feierabend machen. Das denke ich auch. Moment! Dann kam Hannah. Sie suchen einen Mechaniker, richtig? Tun wir, aber dafür ist es jetzt zu spät. Können Sie mir bitte eine Chance geben? Ich habe schon lange davon geträumt, Mechanikerin zu werden. Geben wir doch eine Chance. Sie scheint verzweifelt zu sein. Okay. Möchtest du versuchen, das Auto zu reparieren? Oh, okay. Sie scheint nicht sehr stark zu sein. Schafft sie das? Hi, ich repariere dich schnell. Ha. Fangen wir an. Ha? Ha? Ich habe die falsche Tasche mitgebracht. Was macht das denn hier? Was? Tayo, der kleine Bus. Wie wurde sie denn als Mechanikerin ausgewählt? Hannah! Willkommen zurück, Hannah. Hallo. Hannah, warum hast du einen Donut als Haltegriff eingebaut? Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich es eilig hatte. Aber ich besorge dir stattdessen einen guten neuen Reifen. Wirklich? Dann wechsel ihn bitte schnell. Also gut. Augenblick. Oh, wir haben keine Reifen mehr. Oh nein. Was? Hannah, wo hast du deinen Hut gelassen? Was? Ach wirklich? Wo ist er hin? Hast du ihn zufällig vorhin vergessen? Oh, habe ich das? Hannah ist so ungeschickt. Alles klar. Ich bin bald zurück, Kinder. Auf geht's, Hart. Okay. Oh, oh, Hannah. Oh je. Wohin geht sie? Sie sagte doch, dass sie meinen Reifen wechseln will. Sie will ihren Hut zurückholen. Oh, Hannah mag ihren Hut viel lieber als mich. Das glaube ich nicht. Aber Kinder, ihr Hut ist ihr auch sehr wichtig. Oh, gibt es dazu eine Geschichte? Ja, ich erzähle da weiter, wo ich aufgehört habe. Oh, bitte. Nur noch eine Chance. Also gut, dann geben wir dir eine letzte Chance. Also komm morgen wieder. Wirklich? Dankeschön. Aber pass auf, dass du morgen nicht zu spät kommst. Ja, natürlich. Der nächste Tag. Okay. Diesmal werde ich keinen Fehler machen. Ha? Oh, was ist los? Er ist liegen geblieben. Ich muss ihm helfen. Oh, aber dann verspäte ich mich. Aber ich kann ihn nicht so zurücklassen. Oh nein! Was ist los? Mein Motor geht immer wieder aus. Wirklich? Ich helfe dir. Wirklich? Danke. Letztendlich schaffte es Hannah aber nicht rechtzeitig. Siehst du, sie kommt wieder zu spät. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Alles klar. Gehen wir wieder herein. Wartet! Entschuldigen Sie die Verspätung. Ja, du bist verspätet. Wir waren früher verabredet. Ich weiß. Aber wenn Sie mir jetzt nur eine Chance geben... Nein, wir brauchen keinen Mechaniker, der nicht pünktlich sein kann. Oh. So hat Hannah also ihre zweite Chance verloren. Was? Du meinst, dass sie fast nicht Mechanikerin geworden wäre? Hä? Ja, aber... Warum ist es so schwer, einen guten Mechaniker zu finden? Sieh du! One! Wie läuft die Suche nach dem Mechaniker? Nicht gut. Wir haben die richtige Person noch nicht gefunden. Ich verstehe. Übrigens, warum kommst du so spät zurück? Oh, ich bin auf dem Weg hierher liegen geblieben. Ein Mädchen, das vorbeikam, hat mir geholfen und mich repariert. Sie war sehr geschickt und vor allem sehr freundlich. Es wäre sehr schön, wenn so jemand unser Mechaniker sein könnte. Wirklich? Wie war dieses Mädchen? Sie war sehr quirlig. Und ich glaube, sie heißt Hannah. Was? Ich habe die Stelle wieder nicht bekommen. Das ist schon okay. Es gibt noch eine andere Chance. Ich möchte wirklich eine Mechanikerin werden. Entschuldigung. Was machst du denn hier? Ich muss dir etwas sagen. Was denn?
Ich habe von Juan gehört, dass du zu spät gekommen bist, weil du ihm auf dem Weg zu uns geholfen hast. Ja, ich konnte einen kaputten Bus nicht so stehen lassen. Es tut mir leid. Ich habe mich in dir getäuscht. Oh? Ich habe nach dem besten Mechaniker gesucht. Aber was wir wirklich brauchen, ist jemand, der sich so um Autos kümmert wie du. Hm? Was? Hannah, willst du die Mechanikerin in unserem Depot werden? Wirklich? Ja, also gut. Mein Willkommensgeschenk für dich. Wow! Danke, Situ! Keine Ursache, dann zähle ich auf dich. Natürlich! Juhu! Ich bin Mechanikerin! Juhu! Du bist so glücklich! Na klar! So wurde Hannah also die Mechanikerin von diesem Depot. Und der Hut ist auch heute noch ihr kostbarster Schatz. Das ist sehr rührend! Ich wusste nicht, dass der Hut so wichtig ist! Wir sind zurück! Hannah! Hallo! Hast du deinen Hut gefunden? Nein, aber... Da, Tayo! Der neue Reifen! Wow! Was meinst du? Ja. Gefällt er dir? Herzlichen Dank! Aber was ist mit deinem Hut? Ach, mach dir keine Sorgen darüber. Der Hut ist wichtig, aber Tayos Sicherheit ist mir wirklich viel wichtiger. Oh, Hannah! Was? Ist das nicht... Das ist der verlorene Hut, oder? Oh, das ist seltsam. Wie ist der denn hier gelandet? Du hast ihn schon wieder vergessen. Hannah, du solltest vorsichtiger sein. Gut, dass ich ihn gefunden habe. Hannah sieht mit dem Hut am allerbesten aus. Du siehst so hübsch aus. Warum seid ihr denn plötzlich so komisch? Wir haben einen guten Grund. Obwohl Hannah etwas ungeschickt sein kann, ist sie immer noch die beste Mechanikerin. Hart ist gewachsen. Heute machen die kleinen Busse und Hart einen Ausflug in den Park. Es ist so schön heute. Stimmt. Wow. Oh, was ist da los? Wow. Joey führt gerade etwas vor. Nichts wie Hinder. Okay. Wartet auf mich. Das ist Oh, ich kann nicht sehen. Okay. Dieses Mal mache ich einen Elefanten. Tada! Wow, sieht echt aus wie ein Hase. Ich will den Hasen aussehen. Und jetzt einen Hund. Ja! Ich kann überhaupt nichts sehen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ja! Ich glaube, Joey kann alles aus einem Ballon machen. Ja, Joey ist wirklich toll. Der Ballonhase war super süß, oder nicht? Oh, eigentlich habe ich gar nichts von der Aufführung gesehen. Was? Wieso? Da waren einfach zu viele Autos vor mir. Du bist einfach zu klein. Das ist mit Sicherheit das Problem. Hart, du wirst es dann das nächste Mal sehen. Ja, nächstes Mal stellst du dich vor mich. Ich kann super sehen von hinten. Rogi! Okay, ist dann so. Kinder! Seid ihr? Hannah! Ich habe kein Motoröl mehr. Kann das einer von euch für mich besorgen? Ich mach das, Hannah. Zum Autoersatzteillager? Naja, ja, aber... Dann bin ich sofort zurück. Warte, Hart! Jetzt ist sie schon unterwegs. Hart hat das Motoröl geholt und ist wieder auf dem Weg zurück zur Garage. Oh, da ist Big. Wow, er ist so riesig. Wenn ich so groß wäre wie er, hätte ich kein Problem mehr, von ganz hinten zu gucken. Ich sehe die Ampel nicht. Ich glaube, ich muss pupsen. Sieht nicht so aus, als wäre da jemand hinter mir. Ich kann ihn nicht mehr halten. Big, warum hast du denn auf einmal so gepupst? Hart, das tut mir so leid. Du bist so klein. Ich hab dich nicht gesehen. Was sagst du da? Ich bin so klein? Ich glaube es nicht. Ich meinte das nicht so. Hannah? Oh, da bist du ja, Hart. Ich hab das Motoröl. Danke, Hart.
Sehr gern. Hanna! Ich hab das Motoröl, das du benötigst. Ah. Danke dir, Tayo. Tayo war auch Öl einkaufen? Naja, ich brauchte heute sehr viel Motoröl, deswegen habe ich ihn gefragt, ob er mehr holen kann. Du hast nicht so viel Platz in deinem Kofferraum. Ich verstehe. Ich fahre dann wieder los. Oh, hart! Ich konnte Joeys Aufführung nicht sehen und ich kann nicht richtig einkaufen. Wenn ich doch bloß so groß wäre wie Tayo oder Big. Hart wird traurig, als sie über all das nachdenkt, was heute Nachmittag passiert ist. Hart, aufwachen! Hanna, ist was passiert? Ich muss dir etwas zeigen. Folgt mir einfach. Was ist das? Das habe ich heute nur für dich erfunden. Tada! Wenn dich diese Maschine hier mit einem Lichtstrahl trifft, dann wächst du. Wow, wirklich? Aber woher weißt du überhaupt, dass ich größer sein will, Hanna? Ich weiß alles über dich. Hanna, vielen, vielen Dank. Aber diese Maschine kann auch sehr gefährlich sein. Du darfst sie nur einmal benutzen, verstehst du? Okay, ich habe verstanden. Mach schon, Hanna. Warte mal. Kleiner geworden. Ich bin nicht kleiner geworden. Du bist größer geworden. Ich bin wirklich größer geworden. Ich bin groß. Ich bin gewachsen. Ich danke dir, Hanna. Kein Problem. Hart fährt sofort durch die Stadt, begeistert darüber, dass sie endlich größer ist. Oh, das sind meine Freunde. Hi, Leute. Wer bist du? Das gibt es nicht, Hart. Hart? Was ist passiert? Du bist echt Hart? Wow, du bist so groß geworden. Ach, das fällt doch kaum auf. Hey! Ich muss los, aber ich kann mich nicht bewegen. Big. Alles okay? Ich glaube, mein Motor ist kaputt. Bist du es, Hart? Ja, bin ich. Ich werde dich zur Werkstatt ziehen. Aber ich bin sehr schwer. Das macht nichts. Okay, auf geht's. Okay, danke. Sie zieht Big ohne große Mühe. Oh, die ist echt groß. Von der hinteren Reihe zu schauen. Du kannst was sehen? Ich kann gar nicht sehen. Ich kann leider auch nicht sehen. Leute, kommt vor mich. Jetzt von da aus könnt ihr gut sehen. Wow, endlich kann ich ihn sehen. Danke, dass du uns nach vorn gelassen hast. Und ich kann auch noch alles sehen. Viel Spaß, ihr beiden. Oh, endlich fertig. Danke, Tayo. Ich bin jederzeit für dich da. Hanna! Hart! Guten Tag, Hart. Ich dachte, du könntest noch mehr Motoröl brauchen, deswegen habe ich dir was besorgt. Wow, das ist wirklich eine ganze Menge. Oh, das ist richtig klasse. Das hast du toll gemacht. Gern geschehen. Tayo, der kleine Bus. Es ist so toll, so groß zu sein. Oh, wenn ich noch mehr wachsen würde, wäre es dann nicht toller? Ja, ich sollte den Lichtstrahl noch mal benutzen. Wo ist er? Da ist er. Okay. Aber Hanna hat gesagt... Diese Maschine kann auch sehr gefährlich sein. Du darfst sie nur einmal benutzen, verstehst du? Einmal mehr sollte okay sein. Wow! Was? Oh, ich bin immer noch dieselbe. Vielleicht funktioniert es nicht mehr. Hanna! Hart, es ist
bin sofort da. Ich beeil mich besser. Zum Glück ist nicht so viel Verkehr wie sonst. Oh, was passiert mit mir? Halt! Was soll ich nur machen? Was ist das? Bin ich aber erleichtert. Ihr werdet mir helfen. Nicht für mich. Du hast die Straßen zerstört. Sag uns, wer du bist. Jay, ich bin es, Hart. Hör auf zu lügen. Hart ist ein kleines, süßes Auto. Sag uns die Wahrheit. Glaub mir, ich bin Hart. Ich bin Hart. Hart? Was träumt sie bloß gerade? Hart, wach auf! Hanna, ich bin Hart! Ja, du bist Hart. Du glaubst mir. Sag mal, wovon hast du geträumt? Geträumt? Oh, das ist die Garage. Ich bin wieder klein. Hanna, ich hab dich so vermisst. Was? Wovon redest du nur? Oh, es hat sich ein Unfall ereignet. Ha, steig ein! Warum ist hier so viel Verkehr? Es ist wahrscheinlich wegen des Unfalls. Wir müssen uns beeilen. Hanna, überlass das mir. Entschuldigt bitte, es ist ein Notfall. Okay, gut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da durchpassen. Überlass das mir. Entschuldigung, ich muss hier durch. Okay, auf der rechten Seite. So, Hanna, wir sind da. Dankeschön, hier entlang bitte. Toll gemacht. Oh, Hanna, das ging aber schnell. Hart war in der Lage, sich durchzuschlängeln, obwohl wir kaum Platz hatten. Hart, vielen lieben Dank. Oh, gern geschehen. Gut, wie kann ich helfen? Und so lernte Hart zu schätzen, klein zu sein. Hart, das hast du heute toll gemacht. Ein Geschenk für Hanna. In der Werkstatt läuft mitreißende Musik. Ist wirklich toll. Ja, oder? Du scheinst wirklich glücklich zu sein. Ja, ich plane in meinem nächsten Urlaub wegzufahren. Wow, wirklich? Wo willst du denn hin? Ha? Tada, hierhin. Wow, du fährst an den Strand? Seht euch die Leute an, wie sie mit den Hinterteilen wackeln. Oh, eigentlich tanzen sie gerade zu besonderer Musik. Ungefähr so. Hanna muss schon ganz aufgeregt sein. Hula, hula! Endlich ist der Tag für Hannas Abreise gekommen. Bist du soweit? Ja. Wow! Wie sehe ich aus? So schön! Hab ganz viel Spaß, Hanna. Vielen Dank. Ich muss jetzt wirklich los. Hanna! Hanna! Wir haben ein Problem. Was ist denn los? Rookie, was hast du denn? Hä? In der Stadt war ein Unfall. Wir brauchen deine Hilfe. Eine Menge Autos müssen repariert werden. Was? Aber Hanna war doch gerade dabei, in den Urlaub zu fahren. Oh, wirklich? Oh nein. Okay, ich komme. Rookie, Pat. Los, gehen wir. Oh, danke. Aber was ist mit deinem Urlaub?
Da brauchen Autos dringend Hilfe. Bis später. Hana beschließt, den Urlaub abzusagen, um die kaputten Autos zu reparieren. Hana muss so enttäuscht sein. Sie hat sich schon so auf den Urlaub gefreut. Stimmt. Können wir denn nichts tun, damit sie sich besser fühlt? Oh. Doch, ich weiß was. Ja, was denn? Wir dekorieren die Garage genauso wie auf dem Foto. Welches Foto? Das Hannah sich angeguckt hat. Oh, das Foto. Wow, dann fühlt sie sich fast so, als wäre sie im Urlaub. Du hast recht. Tayo, das ist eine tolle Idee. Danke. Die kleinen Busse studieren das Foto. Also, was brauchen wir alles? Es muss aussehen wie am Strand. Und wir brauchen einen Wohnwagen. Und einen Blumenkranz. Es wäre toll, wenn getanzt wird. Rogi, lass uns zusammen nach einem Wohnwagen und einem Kranz suchen. Ja, gern. Dann dekorieren Garni und ich so lange die Garage. Alles klar. Und wo finden wir einen Wohnwagen? Kein Problem. Ich weiß, wo wir anfangen können. Und wo ist das? Ja, wo sind wir hier? Das ist eine Müllkippe. Was ist los? Hier gibt es so gut wie alles. Oh. Wo fährst du hin? Tayo, wie ist es hiermit? Was ist das denn? Sieh doch, das sieht doch so aus wie das Ding auf dem Foto. Das glaube ich eher nicht. Findest du nicht? Ein Moment, komme gleich. Rogi? Und das hier? Was? Ich glaube, das ist noch besser, oder? Ich glaube, wir werden hier nichts finden. Glaubst du? Ich finde alles ganz gut. Rogi, sieh dir das an. Wow, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wenn wir ihn putzen, ist er perfekt. Siehst du? Ich wusste, dass wir hier alles finden. Du hattest recht. Lani und Garni denken darüber nach, wie sie die Garage dekorieren sollen. Wie verwandeln wir die Garage in einen Strand? Mal sehen. Wow, das ist schön. Ist es wirklich? Ja. Andy hat das gemalt. Das ist es. Was ist das, Lani? Garni, wir fragen einfach Andy, ob er uns eine Strandszene malen kann. Wow, das ist eine tolle Idee. Ihr wollt, dass ich einen Strand male? Ja, wir wollen die Garage wie einen Badestrand dekorieren. Wie ein Strand? Okay. Vielen Dank, Andy. Sehr gerne. Meldet euch einfach, wenn ihr was braucht. Der kleine Bus. Wie findet ihr das? Wow! Das ist toll geworden! Jetzt arbeite ich am Sand des Strandes. Wo ist denn meine Sandfarbe? Ist sie vielleicht hier? Lani! Oh nein, die Farbe! Oh nein, ohne die Farbe kann ich keinen Sand malen. Ich habe eine Idee. Eine Idee? Genau, ich bin gleich wieder da. Garni? Also, Rogi, wir haben einen Wohnwagen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Blumenkranz. Woher bekommen wir Blumen? Duri! Rogi, Tayo! Was macht ihr hier? Duri, wir möchten Hana einen Kranz schenken. Aber wir wissen nicht, wo wir Blumen herkriegen können. Aber ich weiß, wo Blumen sind. Wow, wirklich? Das sind genug Blumen, oder? Ich bringe euch welche. Einen kleinen Moment. Okay, danke. Oh, die ist auch schön. Los, Duri! Duri? Was tust du da? Ich wollte ja nur... Wo ist Garni denn bloß hin? Ich weiß nicht. Meinst du, dass er vielleicht zum Strand gefahren ist? Was? Um Sand zu holen. Oh ja,
Ich glaube, er ist am Strand. Ach, Quatsch. Oh, Lani, guck mal da. Was denn? Lani! Oh, was ist denn jetzt los? Wir haben gehört, dass ihr Hana eine Freude machen wollt und wir sind hier, um zu helfen. Wirklich? Oh, Gani, das ist klasse. So, das haben wir. Fast so, als wären wir wirklich am Strand. Ja, es ist klasse. Vielen Dank euch. Das ist doch selbstverständlich. Hana muss das doch einfach lieben, oder? Ganz bestimmt. Und ob. Wie ergeht es Tayo und Rogi bei ihrer Blumensuche? Man sollte Blumen nicht einfach pflücken. Tut mir so leid. Das tut den Blumen doch weh. Entschuldigung? Ja? Duri hat nichts falsch gemacht. Das stimmt. Duri wollte uns nur helfen. Aha. Also, heute Morgen, da wollte Hana in den Urlaub aufbrechen. Tayo und Rogi erzählen der Lehrerin von Hana. Ich verstehe. Aber es ist nicht richtig, Blumen zu pflücken. Okay. Seid deswegen nicht enttäuscht. Ich habe eine andere Idee. Wirklich? Wieso basteln wir nicht einfach Papierblumen, hä? Papierblumen? Ja, die sind schön. Das ist ja toll. Bitte schön. Wow. Wie schön die sind. Vielen Dank für eure Hilfe und für ihre Hilfe. Oh, Hana wird sich so freuen. Euer Geschenk ist wirklich toll. Machen wir unserer Lehrerin auch eins? Ja, das machen wir. Ich denke, es ist Zeit für uns zu fahren. So gut, bis bald. Seid ihr alle rechtzeitig fertig geworden? Ihr werdet euch bestimmt wundern. Ja, wir haben diesen wirklich tollen Wohnwagen gefunden. Und wir haben einen schönen Kranz. Aha. Aber Freunde, wir brauchen noch Musik zum Tanzen. Das ist kein Problem, dafür ist schon gesagt. Also dann, wir sind startklar. Sind wir! Am Abend kommt Hana zur Werkstatt. Oh, mein Kleid ist ganz schmutzig. Ich wollte so gerne fahren. Aber es ging ja nicht anders. Hana! Bist du fertig mit deiner Arbeit? Ja. Dann lass uns mal wegfahren. Wohin? Das sag ich nicht. Komm! Oh, okay. Dann los. So, wir sind da. Okay. Tada! Wow! Oh, danke. Und bitte! Oh. Jetzt setz dich da drüben auf die Liege. Wir haben auch einen Blumenkranz für dich. Einen Kranz? Wie schön. Hula! Ihr tanzt toll. Dann entspannen wir uns mal. Dank der kleinen Busse kann Hana einen tollen Urlaub in der Garage verbringen.